Hochgeachteter Herr Parteipräsident, lieber Albert, verehrte Bundesräte, Würdenträger, Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat, Herr Altbundesrat, geschätzte Damen und Herren, liebe Mitkämpferinnen und Mitkämpfer. Ich habe zuerst eine Frage bei diesem Vaterschaftsurlaub, was Thomas Eschi vorher erwähnt hat. Da haben Sie ja gesagt, pro Kind gibt es 2 Wochen Vaterschaftsurlaub. Wissen Sie das? Gibt es eigentlich bei Zwillingen 4 Wochen? Und kann ich mir dann meine Kinder von früher auch noch anrechnen lassen, um die Ferien nachher zu bringen? Nein, Sie sehen, meine Damen und Herren, wir sind hier im Zustand der Wohlstandsverblödung angekommen in der Schweiz. Was ist die wichtigste Aufgabe für uns Bürgerinnen und Bürger in diesem Land? Was ist die wichtigste Aufgabe für die SVP in diesem Wahljahr? Die wichtigste Aufgabe, selbstverständlich, ist es, die Schweiz zu verteidigen. Die Schweiz zu verteidigen. Schauen, dass es der Schweiz gut geht. Den Erfolg der Schweiz zu verteidigen, die Freiheit der Schweiz zu verteidigen und den Wohlstand der Schweiz zu verteidigen. Einer Schweiz, und das hat man heute vergessen, in Bern und auch in anderen Teilen unseres Landes, einer Schweiz, die von Natur aus ein armes Land ohne Bodenschätze, ohne Kolonien, ohne Meeranstoß ist. Gut, wir haben die beste Armee der Welt, hat Bundesrat Ueli Maurer gesagt, da muss es stimmen. Aber wir brauchen diese Armee nicht, um andere Länder auszurauben, sondern die Schweiz lebt einzig und allein vom Fleiß und der Tüchtigkeit von Ihnen, meine Damen und Herren, von den Leuten, die hier arbeiten. Und diesen Wohlstand müssen wir verteidigen. Wir müssen die Schweiz verteidigen, meine Damen und Herren, gegen Politiker und Parteien, die ihr persönliches, egozentrisches Macht- und Bereicherungsinteresse über das Landesinteresse stellen. Wir müssen die Schweiz verteidigen gegen Politiker, die ihr ganzes Leben lang vom Staat leben, bis dass der Sargdeckel zufällt, meine Damen und Herren. Wir müssen die Schweiz verteidigen gegen die Parteispitzen der FDP, der CVP und der SP, die sich vor den Wahlen in einem wurmstichigen Manöver darauf geeinigt haben, das gewichtigste Geschäft überhaupt, unser Verhältnis zu Europa, auf eine Zeit nach den Wahlen zu verschieben. Sie verschleiern ihre wahren Absichten, damit sie sich vor den Wahlen als Super-Eidgenossen aufspielen können, um hinterher das Volk in die Irre und in die EU führen zu können. Das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Wir müssen die Schweiz verteidigen gegen eine SP-Bundesrätin wie Frau Simonetta Sommaruga, die nicht nur ein totales Asylchaos in diesem Land zu verantworten hat, explodierende Sozialkosten und fürchterliche Asylgewaltverbrechen, sondern die jetzt auch noch die Schweizer Wirtschaft ruinieren will, indem sie uns zwingen möchte, unsere Autos, unsere Industrie und unseren Mittelstand zu verschrotten, damit wir dann kollektiv aufs Velo umsteigen können. Niemals, meine Damen und Herren. Wir von der SVP sind leider die Einzigen, aber wir von der SVP müssen die Schweiz verteidigen gegen Politiker wie den FDP-Nationalrat Kurt Fluri, der im Bundeshaus seine Ohren auf Durchzug stellt
wenn ein Volksentscheid klipp und klar nach Bern geschickt wurde. Die Ohren auf Durchzug, meine Damen und Herren. Das ist die Überheblichkeit von Bern. Und wir fragen uns, Nils, wie kann man eigentlich seine Ohren überhaupt auf Durchzug stellen? Wir beide haben immer noch ein Organ dazwischen. Gut. Sie haben die Zahlen gehört. Wir haben in der Schweiz eine ungebremste Masseneinwanderung in dieses Land. 1 Million plus Bevölkerung in 13 Jahren. Im letzten Jahr hatten wir netto plus 75.000 Menschen zusätzlich in der Schweiz. Aus dem Bundeshaus bekommen Sie nur parfümierte Wohlfühlformeln, Durchhalteparolen, Beschönigungen. Der Bundesrat hat gesagt, ja, wir haben alles im Griff, nur noch 75.000 netto, das ist viel weniger als vor 5 Jahren, als die Masseneinwanderungsinitiative angenommen wurde. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich von diesen Fake News nicht in die Irre führen. Ich habe diese Zahlen hochgerechnet. 75.000 Nettoeinwanderung in die Schweiz, das wäre hochgerechnet auf Großbritannien mehr als doppelt so viel, als die Briten hatten an Rekordzuwanderung in dem Jahr, als sie sich für den Brexit ausgesprochen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen hier endlich auf die Bremse stehen. Wir müssen endlich auf die Bremse stehen. Wenn wir das so laufen lassen, versinkt die Schweiz unter einer Flut von Leuten aus ganz fremden Kulturen, die weder willens noch fähig sind, sich in unserem Land zu integrieren. Verstehen Sie mich richtig, meine Damen und Herren, verstehen Sie mich richtig. Ich bin für Einwanderung. Wir hatten in der Schweiz immer Zuwanderung. Ich habe selber als Zürcher einen Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus Wittnau, St. Gallen. Wir waren immer oft im Kanton Zürich und in der Schweiz für Leute, die aus anderen Kulturkreisen zu uns gekommen sind. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass wir keine maßgeschneiderte, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Zuwanderung haben. Eine Zuwanderung, die uns bereichert. Wir haben heute eine Zuwanderung, die uns ärmer macht, mit steigenden Mieten, mehr Lohndruck, mehr Arbeitslosigkeit, mehr Kriminalität, höhere Staukosten, mehr Umweltverschmutzung und weniger Geld zum Leben für uns alle. Und das müssen wir endlich stoppen. Wir müssen uns wehren. Und wir müssen die Schweiz verteidigen, meine Damen und Herren, gegen eine Asylpolitik, die dazu geführt hat, ich meine, das müssen Sie sich jetzt einfach mal vor Augen führen, eine Asylpolitik, die dazu geführt hat, dass angeblich an Leib und Leben bedrohte Eritreer in Burgdorf eine Sommerparty veranstalten, bei welcher der Ehrengast der eritreische Außenminister ist, also ein Vertreter jenes Regimes, von dem die Eritreer angeblich so fürchterlich verfolgt werden. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Meinen Sie, jüdische Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz hätten eine Party veranstaltet mit Angehörigen des Hitler-Regimes, um hier sozusagen traute Eintracht zu feiern? Da sehen Sie, meine Damen und Herren, dass wir gar keine richtigen Flüchtlinge oder kaum mehr richtige Flüchtlinge in der Schweiz haben, sondern dass die Linken jeden und jede, die über die Grenze kommt, zum Flüchtling ernennen wollen. Neuerdings auch Klimaflüchtlinge. Das würde heißen, alles, was südlich von Chiasso wohnt, kann in die Schweiz einwandern. Das dürfen wir nicht zulassen. Meine Damen und Herren, die SVP ist die letzte,
politische Verteidigungslinie der Schweiz in Bern. Wir sind leider die Letzten und Einzigen, die nicht den ganzen Tag an Sitzungsgelder und politische Karrieren denken, die nicht unser Image und unser Wohlbefinden, sondern die Schweiz zu oberst stellen. Wir von der SVP sind die Einzigen, die im Bundeshaus noch die Kraft und die Überzeugung haben, Widerstand zu leisten, wenn bei den anderen wieder einmal alle Sicherungen durchbrennen. Natürlich sind auch wir, meine Damen und Herren, für Umweltschutz, aber wir sind gegen den Missbrauch des Umweltschutzes für Panikmache, Einschüchterung und industriellen Selbstmord im Namen einer neuen Sonnenreligion, die von abgehalfterten Schauspielern und dekadenten Aristokraten betrieben wird, die im Privatjet an ihre Klimakonferenzen fliegen. Das, meine Damen und Herren, sind alles Erscheinungen einer umfassenden Wohlstandsverblödung, die auch die Schweizer Politik ergriffen hat. Die halbe Welt hängt heute an den Lippen eines 16-jährigen schwedischen Mädchens, dessen Worte von Staatschefs und Kirchenführern wie offenbarte Wahrheiten gefeiert werden. Einer 16-Jährigen. Das ist verrückt, meine Damen und Herren. Das ist dekadent, es ist unehrlich und vor allem ist es pure Heuchelei. Denn niemand dieser Greta-Jubler würde sich von einem 16-Jährigen, dem die Eltern zu Weihnachten ein Anatomielexikon geschenkt haben, den Blinddarm rausnehmen lassen, meine Damen und Herren. Aber dieser Greta wird geglaubt, als ob es sich um eine Abgesandte des Himmels handelt. 1762 hat der Philosoph Jean-Jacques Rousseau geschrieben, die Schweizer seien aufgrund ihrer einzigartigen Volksrechte, wir reden vom Jahr 1762, die Schweizer seien aufgrund ihrer einzigartigen Volksrechte das glücklichste Volk der Welt. Das glücklichste Volk der Welt. Meine Damen und Herren, sorgen wir dafür, dass das so bleibt. Sorgen wir dafür, dass die Schweiz nicht von wohlstandsverblödeten Politikern kaputt gemacht wird, zugrunde gerichtet wird. Ich freue mich und bin hochmotiviert, mit Ihnen allen zusammen in diesen Kampf einzusteigen. Danke vielmals. Danke, Nationalrat Roger Köppel. Der Applaus gehört dir.